Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 17.11.2020. Und unser DAX hat zum Montag eine recht gute Ausgangslage gehabt. Also wenn wir nochmal so zurückschauen, wie wir gestern unseren DAX vorgefunden haben, sprach schon recht vieles dafür, dass der oben eine gute Chance bekommt. Wir haben ja auch gesagt, mit diesem Montag im Nacken von letzter Woche, dass sich da durchaus nochmal eine Parallele ziehen lassen könnte, auch auf technischer Ebene gerade. Und dass deswegen das Risiko für mich klar auf der Oberseite lag. Aber er hat oben, ja, die rote Ampel gesehen, da ging es nicht weiter. Der wollte einfach nicht mehr. Hat im Bereich um ja, 13.280 hier, genau da, wo wir unseren Long Trigger dann hingesetzt hatten, die Umkehr gezogen, sich wieder nach unten eingedreht und ist langsam zurückgerauscht. Wir sind jetzt etwa auf das Schlussniveau vom Freitag zurückgestoßen. Damit hat der DAX hier, ja, zumindest ist offensichtlich erstmal eingedreht, ist auch weiter in dieser Seitwärtsspanne geblieben und man müsste zum Dienstag jetzt tatsächlich sagen, dass das auch noch Konsequenz haben könnte. Ne? Also dieses oben nicht liefern, das ist immer so eine Sache im DAX, das ist unten wie oben das Gleiche. Ne? Wenn er irgendwo eine sehr offensichtliche Ausbruchschance hat und er nutzt die nicht, sieht man häufig am nächsten Tag, dass er dann etwas abgestraft wird und in die andere Richtung geschoben wird. Das würde ganz gut passen auf das, was wir hier gezeichnet haben. Das muss aber nicht ganz exakt so werden, wie das jetzt hier im Pfeil drin ist. Also reichen würde zum Beispiel auch, wenn er früher einfach nochmal ein Tief drunter stellt. So, ich sag mal so zwischen 10 und 11. Vielleicht, ja, so in dem Dreh um 11 rum vielleicht. Und wenn er dort dann deutlicher wieder nach oben getrieben wird, wäre das auch als Turnaround dann typisch halt, ne? Dieser typische Turnaround Tuesday, dann könnte er hier ein schnelles Vormittagstief nochmal drunter setzen und sich dann oben rausarbeiten und dann würde der wahrscheinlich auch bis zum Tagesende nach oben durchziehen. Ne? Also dann hätte er auch einen schönen Übertreibungsmoment, weil er dann das Überraschungsmomentum auf seiner Seite hat. Ne? Stellen Sie sich das mal vor, der rammelt früh richtig nach unten, alle denken, boah, jetzt fällt der Markt unter 12.900, der dreht sich langsam nach oben auf. Und dann ist kaum einer darauf vorbereitet, auf die Long-Chance oben. Und dann hat er die Leute genau da, wo er sie haben will, halt. Ne? Richtig schön an den Eiern und dann kann er zudrücken. So. Und das macht der DAX ja auch mal ganz gerne, dass er sich bestimmte Situationen einfach vorlegt. Das wäre für mich initial eine gute Chance, oben rauszukommen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Aufwärtsgap ist eine gute Chance, oben rauszukommen. Bei dem Aufwärtsgap sollte man dann eben, muss man aufpassen halt. Ne? Macht er das Gap dann direkt wieder zu und drückt unten weiter. Ist wahrscheinlich, dass er sogar das Tief dann setzt. Lässt er das Gap aber offen und treibt einfach oben raus. Dann so ein Aufwärtsgap bringt immer eine gute Chance. Mich wundert es, dass er das zum Montag nicht genommen hat. Vielleicht war es zu offensichtlich für viele. Kam ja dann auch nochmal so eine Impfstoffmeldung. Also, die hat nicht mehr ganz so viel Antrieb gekriegt. Also entweder das wirklich der Deckel hier einfach jetzt drauf, technisch betrachtet. Oder der wollte sich die Leute noch gerne ein bisschen zurechtlegen und war noch nicht da, wo er sie haben wollte halt, ne? Rein vom technischen Bild müssen wir deswegen oben weiterhin sehr, 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 sehr aufmerksam bleiben, wenn er da oben den Ausbruch angeht. Durchaus denkbar, dass das ein paar Meter Bewegung auslösen kann. Das ist und bleibt einfach so halt, ne? Das kann bis in die 450, 500 oben reingehen. Kann natürlich auch bloß ein flacher Ausbruch hier werden, an die 330 ran und direkt wieder runter. Aber dafür macht er schon langsam ein bisschen zu viel Theater. Sollte der aber direkt nach unten strahlen, und das würde ich zum Dienstag jetzt gar nicht so unterschätzen wollen, weil das ist nicht. Ich finde, das war nicht keine positive Vorstellung, die der DAX hier gezeigt hat zum Montag. Also auch mit dieser Impfstoffmeldung im Nacken hat er tatsächlich doch eher mehr nach unten gedrückt. So, und wenn man ihm das übel nimmt und ich sag mal so unter 13.100 zurücktreibt, dann sehe ich hier so Bereiche um 13.40, die sind für mich interessant, aber auch der Bereich um 12.69 wird dann für mich wieder interessant. Hier unten die Zone halt, ne? 13.40, 13.000, 12.69, das wären für mich dann Ziele auf der Unterseite zum Dienstag. Und von dort könnte ich mir eine gute Umkehr wieder nach oben vorstellen, bis rein. Sollte der aber zum Dienstagnachmittag dann dort immer noch rumstolpern, hier einen Short-Trigger auch umlegen und unter die 12.950, 60 fallen, unter die 12.960 fallen, geht dann das Risiko auf der Unterseite für mich auf. Na, also es ist relativ enge Range und er spielt gerne jetzt mit den Kanten, wird uns irgendwann jetzt hier einen Ausbruch setzen, aber noch ist es seitwärts. Aber das wird langsam, ja, es riecht etwas wie als legt er sich hier was zurecht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es oben oder unten werden soll. Ich würde beide Seiten nicht unterschätzen.
Aber man sollte auch ganz klar gucken, wenn er Umkehrsignale bringt und sich wieder eindreht, dann geben sie ihm da eben auch ein bisschen Platz dann halt, ne? Die Range, die kann er ausschöpfen, oben wie unten. Das ist seine Spielzone, die er momentan hat. Neue Signale kriegen wir erst da drüber oder da drunter. Und dazwischen ist halt einfach erstmal seitwärts. Ja, also wie gesagt, kriegen wir den unter 13.110 gedrückt, relativ schnell am Morgen, würde ich schon denken, neues Tief. So in die Richtung 13.040. Und dann müsste sich zeigen, kommt ein schöner Turnaround oder hacken die dann die Kiste eben auch noch ein bisschen Nachmittag nach unten. Dann wird es sehr, sehr, sehr wichtig, wie er sich hier unten im Bereich verhält oder ob er gerade durchgeht. Also dann geht wirklich ein bisschen Risiko einfach auf. Das bleibt doch unverändert zu den letzten Tagen, dass die 12.47 bis 12.96, die im Erstanlauf dann sicher die wichtig wird und oben halt die 450 bis 500. Darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Nein, auch insbesondere, wenn er sich jetzt hier Stück für Stück einfach immer ein bisschen weiter hochlegt. Na, das ist, legt sich in Schlagdistanz. Gucken Sie mal, der kann letztendlich das kann er schon per Aufwärtskipp schaffen, ne, über das vorherige Hoch drüber. Und dann hätte man ein Breakaway Gap, das hätte ein bisschen andere Ausgangslage, wie dieses Pustekuchen Gap vom Vortag, vom Montag. Das war halt einfach in die Range reingegappt. Das zeichnet man ja auch als Common Gap. Einfach etwas, was relativ zügig dann geschlossen werden kann. Und da könnte er sich mit einem Breakaway Gap, also oben raus, kann er sich da ein bisschen mehr Platz einfach freiräumen. Und da muss man ihm dann oben raus auch durchaus den Bewegungsspielraum geben. Ja. Das soweit die Kerngedanken. Wie gesagt, unter der 13.110 sehe ich den eher hier in die untere Richtung. Oben muss man ein bisschen aufpassen, aber auch da ist es halt erst wichtig, wenn er wirklich drüber geht. Muss er drüber. Stundenschluss mindestens über die 280. Und dann kriegt er dort Triggerpunkte nach oben. Mit jeder grünen Stundenkerze, die er dann liefert, kann er sich weiter hochschieben. Na, das ist dann, das muss man dann einfach auf dem Plan haben. Das sollte man sich auch bestenfalls mal auf einem Zettel mitschreiben, damit man das dann nicht ignoriert halt. Ne? Ja, nicht, dass man dann da oben steht und dann hier die ganze Zeit auf einen Turnaround traden will, der dann halt nicht kommt. Na, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten, alles unverändert. Die Marken sind die gleichen. Range ist noch aktiv. Tagesschart kommt jetzt hier eine rote dazu. Sieht ein bisschen lustig aus. Prinzipiell erstmal noch ein bisschen seitwärts. Die gibt jetzt nicht unbedingt Antrieb nach oben. Schauen wir uns mal an, wie hier reinkommt. Ich würde jetzt eher fast sogar dazu sprechen, dass man hier nochmal runterläuft. Tagesschart ein bisschen Abwärtsrisiko. 2-Stunden-Chart gibt uns auch noch unten Chance. Also ist Seitwärtsrange, das auf beiden Seiten ist, muss man mit beiden Seiten kalkulieren einfach. Ne? Tut man sich keinen Gefallen, wenn man sich für eine festlegt. Da sollte man erstmal offen auf beiden Seiten sein. Und ich denke, an der 13.110 kann man es recht gut ausmachen. Oben die 13.200 wichtig und so weiter und so fort. Gut, dann brauchen wir hier nicht länger um heißen Brei rumquatschen, machen das Video zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zum Dienstag. Gutes Gelingen, maximale Erfolge. Schlachten Sie den schön aus, holen sich Ihre Punkte und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.